hier zum Abschluss des Advents eine kleine Bastelidee. Vielleicht braucht ihr einen Geschenkanhänger oder eine Deko für den Tannenbaum. Ihr braucht 3 grüne Blätter und ein kleines braunes Blatt. Günstig ist es, wenn ihr dünnes Papier nehmt. Als erstes das Blatt in der Mitte falten und das gleiche nochmal in die andere Richtung. Wieder auffalten und dann herunterknicken, dass ein Haus entsteht. Das Ganze umdrehen und dann, so wie hier gezeigt, die Ecken nach oben klappen, auf beiden Seiten. Dann die überstehenden Ecken in den Dreiecken verstecken und das Ganze nach oben falten. Jetzt nochmal in der Mitte zusammenfalten und schon ist das erste Element des Baumes fertig. Diese Elemente benötigen wir insgesamt 3-mal. Hier unten ist die Öffnung für das Ineinanderstecken. Wie gezeigt, die Elemente ineinander stecken. Diese können bei Bedarf noch gerne mit Kleber fixiert werden. Jetzt fehlt nur noch der Stamm. Der wird auf die gleiche Art gefaltet, nur am Ende ist es etwas anders, also gut hinschauen. Wie schon bei den Tannenbaumelementen, wieder seitlich hochklappen und die Ecken verstecken. Jetzt aber noch mal einmal wieder das Ganze aufklappen und die Ecke runterklappen. Dann zusammenklappen und schon ist der Stamm fertig. Die spitze Seite kann jetzt von unten in den fertigen Tannenbaum geschoben werden. Schon ist der Baum fertig. Ihr könnt ihn verzieren, anmalen, bekleben, wie ihr möchtet. Als Geschenkanhänger nutzen oder an den Tannenbaum hängen. Viel Spaß!